Also ich habe bemerkt, wenn man Männern Werkzeug schenkt, dann leuchten bei denen die Augen, wie als wenn man Frauen so Mode oder Schmuck schenkt. Also Werkzeug geht ja eigentlich immer bei Männern. Und jetzt ist ja auch Heimwerken ein Riesentrend. Und wissen Sie was? Vatertag naht auch. Also das ist ja eine praktische Verbindung sozusagen. Da berichten sogar auch Zeitschriften drüber, dass Heimwerken eben so ein Trend ist und warum. Und hier schauen wir mal zusammen auf den Tagesspiegel, warum Heimwerken im Trend ist. Baumarkt statt Badesee am Wochenende steht dem Heimwerker das Wasser nur auf der Stirn. Das neue Freizeitglück heißt Do It Yourself. In keinem anderen Land Europas geben die Menschen mehr Geld in Heimwerkermärkten und in Bastelläden aus. Hierzu kommt, dass die Deutschen grundsätzlich mehr in Heim und Garten investieren. In Anbetracht einer schwierigen Außenwelt zieht man sich gerne zurück und verschönert sein Nest, macht es sich heimelig. Ja, beim Heimwerken gewinnen wir haptische Erlebnisse und den Überblick zurück. Ja, man räumt auf, man macht Ordnung, man findet Sachen zum Reparieren oder dann wird man inspiriert und baut vielleicht die ein oder andere neue Sache. Und deswegen haben wir uns eine Sendung zusammengestellt, wo wir verschiedene Sets haben und am Ende sogar einen Akkuschrauber. Also alle Möglichkeiten. Und Herr Janssen hat uns was mitgebracht, und zwar ein 100-teiliges Schraubendreher-Set mit Tasche. Ja, mit dem möchten wir natürlich beginnen, weil jetzt ist es natürlich so, dass wir Männer gerne arbeiten. Und ich habe eins gemerkt, ich bin kein Profi-Handwerker, aber mit dem richtigen Werkzeug kann man schon fast arbeiten wie ein Profi. Und ich möchte noch mal kurz auf dich zurückkommen. Glaub mir, das, was für euch die Schuhgeschäfte sind, sind für uns Männer die Baumärkte. Aber Sie müssen nicht den Baumarkt. Bestellen Sie einfach. Wir beginnen mit einem 100-teiligen Set in einer schönen Tasche, also immer schön aufgeräumt. Zusammenklappen, Reißverschluss zu und es ist aufgeräumt. Und das schauen wir uns auch mal an. Wir sehen hier wirklich alles, was an Schraubendrehern gebraucht werden könnte, in jeder Größe. Wir haben sogar Steckschlüssel hier oben, aber hier Kreuzschlitzschraubenzieher. Alle sehr, sehr griffig und zwar von der größten Größe und den entnehme ich jetzt mal. Und das ist ja auch geschickt gemacht mit diesen Gummizügen. Schau mal, das hält wirklich toll. Mhm. Und das ist mal ein Riesenschraubendreher. Was aber hier bei allen gleich ist, sind zwei Sachen, die ich Ihnen zeigen will. Einmal natürlich der Griff hier mit diesen Noppen. Da kannst du auch mal nasse Hände haben. Du hast trotzdem den Griff, den man eben braucht. Und vorne sehen Sie diese schwarze Applikation hier. Und das ist eben magnetisch. Das ist auch bei vielen Sachen ganz wichtig. Dann fliegen dir die Schrauben eben nicht runter auf den Boden. Ich bin schon einen Schritt weiter, ne? Ja, weißt du, was das ist, was du jetzt gerade in der Hand hast? Also da setzt man Bits ein und dann kann man richtig schön eben die Bits benutzen. Ne? Ja, das Schöne ist, das ist eine sogenannte Ratsche. Das heißt, du musst nicht immer frisch ansetzen mit einem Schraubendreher. Setzt dir an, drehst, gehst wieder runter, setzt frisch an, drehst wieder. Ratsche ist immer, guck mal, das dreht in eine Seite leer und in die andere Seite voll. Und da kann man umstellen, ob man auf- oder zudrehen will. Und das hier ist natürlich passend zu den Bits. Ich habe die hier mal aufbereitet. Ja, die sind natürlich auch im Koffer drin. Und wir sehen hier innen Sechskant zum Beispiel. Und ich räume die gleich mal mit weg. Dann sehen Sie, wie toll das geht hier. Dann haben wir hier Kreuzschlitz-Bits. Übrigens alles aus hochwertigstem Chrom-Vanadium-Stahl und immer schön beschriftet, sodass man auch immer gleich auf den ersten da Blick geht dir das Herz auf, und gell? Griff den ersten richtigen Bit in der Hand hat. Ja? Du, Chrom-Vanadium ist ganz, ganz wichtig. Wer mal so Billigbits gekauft hat, weiß, wenn man mal eine hartnäckige Schraube hat und ein bisschen mehr drehen muss, dann ist der Bit plötzlich rund, dann kannst du wegschmeißen. Verdreht, ja? Deshalb ist das ganz wichtig. Hier haben wir Torx ebenfalls und innen Vierkant ist hier noch dabei. Das setzt sich gleich fort. Da sehen wir es, innen Sechskant, innen Vierkant. Torx in bis zu 0,7 mm Kleingröße, sagt man, aber hier würde ich schon von kleine, von Geringfügigkeit sprechen, für kleine Arbeiten. Dann haben wir hier wieder die ganzen Torx und wir gehen noch einen Schritt weiter, weil das möchte ich Ihnen noch zeigen, hier unten Feinmechanikerwerkzeug. Oh, wow. Ja, und zwar gleich 10 Stück. Mhm. Das wird auch immer wichtiger für kleinere Reparaturen. Ob das eine Brille ist oder Batteriefach für die Elektrotechnik oder für die Feinmechanik, das ist einfach nochmal als separater Setzkasten mit dabei. Und du siehst, so ist jeder Schrauber eigentlich bestens versorgt. Hier gibt es wenige Schrauben, auch Schlossschrauben nicht, durch den Steckschlüssel, wenige Schrauben, die damit nicht geschraubt werden können. Ja, also wenn Ihr Papa da nicht glückliche, glänzende Augen bekommt, dann weiß ich nicht, weil der Herr Janssen, der brennt ja gerade förmlich dafür. Und da hat man auch Lust dann zu Hause, ja, die angefallenen Reparaturen zu erledigen. Ja, ein kleiner TV-Sonderpreis dafür, dass Sie 100 Teile haben und diese auch noch praktische Tasche ist ja ebenso inkludiert. Das Ganze von AGT, 23,74 € ist ein ganz kleiner Preis, finde ich, dafür, dass auch noch Chrom-Vanadium ist, also wirklich fein. Da würde ich schnell zugreifen. NC 53 09 und die
Und die 569, genau, ist Ihre Bestellnummer. Nicht die 569 vergessen, dann kriegen Sie den wunderbaren TV-Sonderpreis. Und es geht weiter, wir haben jetzt noch ein weiteres Teil, 101 Teile haben wir jetzt. Ja, jetzt gerade faltbar, Tasche wegstellen, das hier immer sichtbar parat haben in der Werkstatt oder im Abstellraum. Und auch hier sind wir ganz ähnlich ausgestattet, jetzt mit 101 Teilen, aber du siehst, da sind wir nah dran. Aber was ich hier unglaublich liebe, ist bei den Schraubendrehern, das sind insgesamt 31 Stück, die Oberseite. Wow, und wenn man da jetzt mal ein bisschen, ja genau, und zwar nicht nur beschriftet, markiert, sondern sogar bemalt, also mit Bildchen. Ja, sogar für Leute, die nicht lesen können, deutlich sichtbar, was denn hier ist. Innen Vierkant sehe ich sehe Torx. Innen Sechskant, das ist auch noch mal was Wichtiges. Ratsche hatten wir es gerade von Kreuzschlitz und ein kleiner Torx, kleiner Schlitz. Und auch Feinmechanikerwerkzeug, auch hier noch mal für, ich sag mal, wo das wirklich heutzutage jeder braucht. Immer mehr Hersteller sind übergegangen, Batteriefächer, egal bei welchen Geräten, zu verschrauben. Und diese Schrauben sind so unglaublich klein. Ich hatte neulich einen kleinen Torx. Ja, ohne dieses Feinmechanikerwerkzeug wäre ich dann nicht ans Batteriefach gekommen. Hier sprechen wir auch wieder mit den Bits, hier noch übersichtlicher angesiedelt, wie ich finde. Ebenfalls 60 Bits hier. Ja, auch wieder Chrom-Vanadiumstahl. Und da kommen wir natürlich wieder zur Ratsche. Das ist wieder dasselbe Prinzip. Magnetische Bithalterung. Genau, du kannst hier einfach, die sind ein bisschen arretiert. Man kann die jederzeit ganz rausnehmen, das Bit rein und wieder rein. Und dann haben wir noch eine Kleinigkeit, die ich sehr liebe. Also hier nochmal Steckschlüssel, ebenfalls 6. Das ist für die Muttern. Wenn du jetzt zum Beispiel die Schaukel im Garten reparierst, die ist immer mit Muttern, ja, mit Schlossschrauben geschraubt. Ja? Nicht mit Holz- oder Blechschrauben. Du meinst jetzt unten diese befestigte, wo ich sie Muttern? Das ist eigentlich oben, gerade was Metall ist, oftmals oben, mit Mutter, also diese, mit Schraube und Mutter. Okay. Und um die Mutter zu schrauben, brauchst du solche Steckschlüssel. Ja. Ja? Und hier haben wir noch was ganz Besonderes. Ich sage gerne um die Ecke Schrauber. Das sind Winkelschrauber. Und wenn ich den mal rausnehme, siehst du gleich mal, dass ich hier auch im kleinsten Zwischenraum schrauben kann. Vielleicht haben Sie das mal gehabt, ein Beispiel zwischen zwei Regalen, ja, da ist nur so ein Stückchen Platz, da ist eine Schraube locker. Da müsstest du normalerweise ein Regal komplett abbauen, um da dran zu kommen. Hier kommst du jetzt dran. Oder, ich glaube, das häufigste Beispiel ist, wenn die Halterung in der Schublade locker ist, da ist die Schraube immer innen. Das ist meistens eine Kreuzschlitz. Ja, und jetzt müsstest du, um mit einem normalen Schraubendreher ranzukommen, die ganze Schublade leer räumen. Ja. Ja. Hier musst du nur einen Zentimeter freiräumen und schau mal, jetzt kannst du eben um die Ecke schrauben. Auch das in zwei Größen dabei. Zweimal Schlitz, zweimal Kreuzschlitz. Also hier um die Ecke Schrauber. Also du siehst, perfekt ausgerüstet. Man kann das so hinstellen in die Werkstatt. Aber wir sehen auch hinten, da ist schon eine Aufhängung vorgesehen. Also wer es jetzt, wer eine Garage hat, die als Werkstatt hat, einfach Keller, ganz egal wo, zwei Schrauben in die Wand einhängen. Und dann ist es auch immer griffbereit. Was mir sehr gut gefällt, und da werden viele, viele wirklich sich drüber freuen, ist diese Übersichtlichkeit, weil du hast auf den ersten Blick den richtigen Schraubendreher. Wer so eine Schublade hat, der weiß, man greift immer den, den man braucht, eigentlich als allerletzten. Ja? Das ist so, das ist einfach so, da können 10 oder 5 oder 6 sein. Man hat immer den, den man braucht, als letztes in der Hand. Ja? Und ja, diese Chaoszeiten, die sind hiermit jetzt vorbei. Ja, und außerdem sind die ganzen Griffe auch wieder schön gummiert, auch wenn man mal irgendwie nasse Hände hat oder schmierige Hände. Man hat immer einen guten Grip, ganz, ganz wichtig. Ich finde es auch fantastisch, dass man das Ganze an die Wand packen kann eben. Ne? Und so hat man alles schön an der Wand. Macht es noch einfacher, direkt einsehen, muss man sich nicht bücken. Alles ganz fantastisch so geordnet. 60 Bit da unten auch zum Rausnehmen. Und ja, der TV-Sonderpreis wieder. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Das ist genial. 101 Teile für 23,74 €. Und wissen Sie was? Diese kleine Kommode, in dem das ganze Ding ja steht, der ganze Set, das ist ja auch inkludiert. Ne? Ganz, ganz praktisch. Die Bestellnummer dazu ist die NX3280 und die 569. Ich denke, wenn Ihnen jetzt ein bisschen das Herz aufgeht, dann bestellen Sie es ja eher. Aber denken Sie auch mal an die Väter oder an die Männer in Ihrer Familie. Es kommt der Vatertag und damit machen Sie alles richtig. Und jetzt haben wir für Sie eine Neuheit und das ist ein Universal-Werkzeugset im Koffer wieder. Fein. Also genau, bis jetzt waren wir ja beim Schrauben, aller möglichen Schrauben, die sind damit behandelt. Hier gehen wir aber noch ein, zwei Schritte weiter und Sie sehen, so kommt das zu Ihnen. Übrigens sehr gut auch unterzubringen und trotzdem ein 50-teiliges Werkzeugset. Und wenn ich das mal hinlege, haben wir vorne und hinten diese Laschen. Schauen Sie mal, hier und hier und da klappe ich jetzt auf. Ja? Und dann Sesam, öffne dich und jetzt geht ein kleines Paradies auf. Ja? Und das gucken Schlägt wir uns dein jetzt. Herz höher. Ja, natürlich, weil, sieht geil aus. Gerade auch, wenn man anders interessiert ist. Schau mal. Ja? Hier zum Beispiel ganz wichtig, Imbusschlüssel. Die sind zum Beispiel beim Möbelaufbau immer wichtiger. Mhm. Ja? Hier haben wir hier auch zwei verschiedene, also Sets, sodass immer der passende dabei ist. Eine Wasserwaage mit drei, weißt du, wie die heißen?
Nee, aber ich habe noch mal eine Frage zu den Imbusschlüsseln. Warum ist das eine schwarz und das andere metallisch? Das liegt am Metall. Also das mal, damit machst du Kunststoff, damit machst du härtere Stoffe. Sehr gut, okay. So. Warum habe ich hier drei verschiedene Fenster? Erstmal weißt du, wie das heißt? Fenster. Heißt nicht Fenster. Okay. Das heißt doch. Libelle. Libelle. Ganz einfach, das ist eine Wasserwaage und damit kannst du jetzt auch Winkel ausmessen. Guck mal, das ist ganz schön. Hier kannst du mit der oberen Libelle, da sehen wir es, die horizontale ausmessen, wenn es gerade ist, siehst du? Ja, so ist es gerade. Dann kannst du also die vertikale, hier die horizontale, guck mal, das geht auch auf den Kopf. Aber hiermit, das ist was Wichtiges, kannst du 90 Grad Winkel, guck mal, die kannst du auch genau hinschalten, sodass die Libelle drin ist. Also Libelle, das kannst du dir mal merken, diese Fenster mit Wasser heißen Libellen. Okay. Ja? Also auch hier präzises Arbeiten möglich. Warum? Egal, aber sie heißen Libellen. Richtig. Vielleicht werde ich irgendwann herausfinden, warum sie so heißen. Dann gehen wir weiter. Und zwar haben wir hier Zangen. Das braucht man auch immer. Spitzzange. Dann hier ein Seitenschneider. Ein Zimmermannshammer. Ja? Und dann haben wir eine Ratsche. Und die Ratsche ist wieder gut, weil hier Grundausstattung ebenfalls von Bits dabei ist. Da unten sehen wir sie, 20 Bits. Und da sehen Sie mal, was da alles drin ist. Seitenschneider. Ja? Dann haben wir hier auch noch ein Ringmaulschlüssel. Wirst du wahrscheinlich auch nicht wissen, was das ist, oder? Ringmaulschlüssel, nö. Ich habe Bilder im Kopf, aber ich weiß tatsächlich nicht, was es ist. Also, guck mal, das ist ein Ringmaulschlüssel. Viele sagen auch Engländer dazu. Guck mal, hier kannst du nämlich verschiedenste Schrauben, indem du einfach die weiter anschließt. Jetzt reden wir wieder von Schraubenmuttern. Die kannst du schrauben und da hast du eben, brauchst du nicht verschiedene Gabelschlüssel, sondern du machst alles mit diesem Ringmaulschlüssel. Oder, ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie es auch als Engländer. Gibt ja auch Franzosen unter dem Werkzeug, gell? Ja, ist mir jetzt nicht bekannt, welches Werkzeug Franzose heißt, aber das hier habe ich als Engländer kennengelernt. So, und es ist alles passgenau. Es ist drin. Und jetzt kommen wir auch noch zu einer Besonderheit. Und die haben wir hier drüben, auch ein Maßband übrigens auch noch, 3,5 Meter lang, also richtig schön vermessen. Können wir mal den Umfang von dir messen? Und hier können wir, reichen 3,5 Meter nicht. Und hier kommen wir auch mal zu kleinen elektrischen Arbeiten, weil das ist einerseits eine Abisolierzange. Du kannst hier verschiedene Durchschnitte, Kabel abisolieren. Ja, pass auf, wenn du einen Draht, wenn du eine Lampe anschließt zum Beispiel. Also wir sind in der Elektrik, Da sind wir jetzt in der Elektrik, absolut. Ja, wenn du einen Draht anschließt, dann musst du natürlich den Kunststoff, die Isolierung, musst du wegmachen. Und wenn man das so macht mit einem Seitenschneider, ist die Gefahr, dass du den halben Draht abziehst. Hier hast du genau die Durchmesser, guck hier. Perfekt. Genau, und das steckst du einfach hier rein, drückst drauf, ziehst ab und dann hast du es abisoliert. Ja? Und das hier sind noch Klemmen, wenn man Schraubschuhe drauf macht, Kabelschuhe. Ja, die kannst du dann damit klemmen. Also das hier ist Elektrikerwerkzeug. Okay. Hier auch noch ein Teppichmesser, das kann man auch immer gebrauchen. Ja. Feinmechaniker. Und dann so unten haben wir die restlichen Bits nochmal. Also das ist wirklich ein rundum sorglos Paket, weil du eben nicht nur schrauben kannst, sondern auch alle anderen eventuell anfallenden Arbeiten hier mit diesem wirklich perfekt sortierten Werkzeugkasten erledigen kannst. Das ist nämlich auch für Schmuck manchmal, dieser Zimmermann-Hammer auch dabei. Also das finde ich wirklich fantastisch. Das ist unsere Neuheit für Sie. Und ich höre gerade, ein verstellbarer Schraubenschlüssel heißt tatsächlich Franzose. Also man braucht ein beidseitiges Maul, wie auch immer, was auch immer das ist. Aber sehen Sie, ich wusste es doch. Ja, es gibt nicht nur einen Engländer, es gibt auch einen Franzosen. Also wir sind ja richtig international aufgestellt heute hier. Aber diese neue Koffer und mit den 50 Teilen drin ist so vielseitig. Auch das mit diesen Libellen und dieser Möglichkeit, einen genauen Winkel damit also zu markieren oder zu wissen, wann es im Winkel ist, finde ich richtig fantastisch. Und ganz ehrlich, der TV-Sonderpreis ist auch richtig fantastisch. Ja, 19,94 €. Was ich hier noch schön finde, einfach als Schlusswort, Werkzeugkoffer nehmen normalerweise ganz viel Platz weg. Der nicht. Dieser nicht. Der ist richtig dünn, der ist überall abzustellen und ist auch nicht schwer, den mitzunehmen. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Ja, und ich hole mal das nächste Set nach vorne und Sie sehen, den habe ich jetzt schon mal in voller Ich bin so begeistert, ich darf nicht mal die Bestellung sagen. Das ist aber ja egal. Ein Paradies. Jetzt stell dir mal vor, du wärst jetzt im Luxus-Schuhgeschäft und ein Schuh nach dem anderen kommt hier nach vorne. Ich würde schwitzen und wirklich mir in die Perlen laufen. So, und hier sind wir auch wieder bunt gemischt unterwegs. Ich gehe mal hier oben hin. Wir sehen hier jetzt auch, guck mal, da sind jetzt Gabelschlüssel. Ja, und zwar als Gabelschlüssel. Guck mal, oben Gabel, unten Ring. Okay. Ring, Gabelschlüssel. Ja. Und zwar in allen gängigen Größen. Wir haben Schraubendreher, große Schlitz, große Kreuzschlitz. Ja. Das hier ist wieder das Elektrikerwerkzeug. Ja, das hatten wir gerade. Das ist eine Klemmzange. Und zwar, wenn du etwas zum Beispiel klebst oder zwei Holzstücke fixieren willst, bevor du sie zusammenschraubst, ohne dass sie verrutschen. Zum Beispiel, ein Rahmen nicht, das wäre jetzt wieder zu winkelig. Doch, ein Rahmen geht auch. Rahmen geht auch.
gehen. Müsste auch gehen, je nachdem, wie du halt kleben willst. Okay. Dann klemmst du das damit zusammen, ja, bis es hält. Aha. Und dann kannst du dir es wieder lösen. Ist wie eine Schraubzwinge, aber mit Schnellverschluss. Cool. So. Okay. Dann haben wir hier eine Rohrzange, auch für kleinere. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt mal einen Siphon ausgewechselt unter dem Waschbecken. Genau. Da brauchst du so eine kleine Rohrzange, aber es gibt noch viel mehr Arbeiten. Und hier unten haben wir einen kompletten, und da sind wir jetzt wirklich gut bedient, einen Steckschlüsselsatz. Mhm. Du siehst das hier. Ja, und zwar alle, das sind eben für die Schraubenmuttern. Ja? Und die kannst du hier aufsetzen, du kannst das auf händisch machen oder auch mit der Ratsche. Und dazu gibt es auch noch einen Verlängerungsaufsatz. Okay. Ja. Hammer ist auch dabei. Ja. Der Meister staunt, er kann es kaum glauben, man kann auch mit dem Hammer schrauben, habe ich früher mal gelernt. Ja. Nein, sollten Sie natürlich nicht machen, weil auch zum Schrauben ist alles dabei, Bits sind dabei. Und guck mal, vorhin hatte ich es von Kabelschuhen und da sind wir wieder beim Elektro. Ah. Wenn du jetzt eine offene, gerade mit einem flexiblen Draht was hast, ja, da sind immer so ganz viele kleine Drähte, dann machst du da vorne einen Kabelschuh drauf und das machst du eben auch mit dieser Zange, ja, und dann kannst du das Kabel viel besser anschließen an den Pol. Das ist ganz wichtig, ist auch schon im Lieferumfang enthalten. Also du siehst, wir sind hier auch wieder extrem vielschichtig unterwegs. Das können wir wirklich sagen. Und auch wieder alles schön aufgeräumt in einem kleinen Köfferchen zum kleinstmöglichen Preis. Auch hier sind wir bei insgesamt 50 Teilen. 50 Teile, wow. Ja, also wirklich, da bleiben keine Wünsche mehr offen. Wahnsinn. Also ich sage echt jetzt nochmal an Sie gerichtet, wenn Sie sich hier jetzt wiedererkennen und Sie brennen wieder, Herr Janssen, dann bitte, bitte beschenken Sie sich. Aber bitte, bitte vergessen Sie nicht Ihre Väter oder vielleicht auch mal die besten Freunde. Männers, bitte, bitte tun Sie sich was Gutes, belohnen Sie sich. Der Vatertag naht auch und hier so ein schönes Set inklusive Koffer. Fantastisch wegverstaut auch, ein richtig schöner, kompakter Koffer. Für nur 31,34 €. Und wissen Sie was, das ist ja endlich mal sinnvoll. Und vielleicht kann man dann auch Reparaturarbeiten selber machen oder was weiß ich, eine neue Gartenhütte zusammenbauen. Und das lohnt sich ja dann auch endlich mal dieses Bild, ne, was irgendwie schon lange mal repariert werden sollte, der Rahmen, oder einfach mal anzubringen. Hiermit macht es halt auch Spaß, weil damit arbeitet man gerne. Ist hochqualitativ, schönes Werkzeug. Die Bestellnummer gebe ich eben ganz schon mal schnell durch. PV 8799 und die 569. Bitte. Guck mal, gerade für Handwerkslaien ist das hier mit das mich wichtigste Werkzeug, wenn man mal eine Lampe aufhängen will oder irgendwo am Elektrischen was machen will. Ja, das ist also klar, erstens mal für die Lüsterklemmen genau die richtige Größe. Und wir haben hier einen Phasenprüfer. Also wenn man eine Lampe aufhängt, einfach an die beiden Kabel gehen und hier hinten drauf drücken. Und wenn es hier in der Mitte leuchtet, Finger weg, ja, dann ist nämlich Strom drauf. Machst du und die Elektrik zu Hause bei dir selber? Ich meine, das ist so kleine Reparaturen. Ja, die mache ich selber, aber ich gehe immer vorher mit dem Phasenprüfer dran. Ja. Weil wenn einmal eine Steckdose gegriffen hat oder einen Draht, wo Strom drauf ist, macht das kein zweites Mal. Ja. Früher bei den Elektriker-Ausbildungen hat man den Lehrling hingeschickt. Schauen wir mal, ob Strom drauf ist. Nein, ist ein Scherz. Das hat man nicht gemacht. Nein, aber sowas ist auch ganz wichtig. Darf eigentlich in keinem Haushalt fehlen, weil du damit eben kurzfristig mal Strom prüfen kannst. Auch zum Beispiel, wenn mal ein Gerät nicht geht und du weißt nicht, liegt es am Gerät, liegt es an der Steckdose. Gehst du einfach in die Steckdose und das ist isoliert, also hier vorne rein und natürlich beide Pole, weil du nicht weißt, was Plus und was Minus ist, beziehungsweise was die Phase und was der Null ist. Und hier hinten drauf und wenn es leuchtet, dann weißt du an einem von beiden. Genau. Wenn es an beiden leuchtet, hast du auch ein Problem, aber wenn es bei einem leuchtet hier, dann weißt du, da ist Strom drauf. Also Kleinigkeiten darf man ja elektrische selber beheben. Wenn es dann große Arbeiten sind, muss man natürlich den Elektriker kommen lassen. Richtig. Das ist klar, ne, das ist so vorgegeben. Ich höre auch gerade, dass unsere Werkzeugsets und die Koffer auch schon sehr heiß begehrt sind. Unter anderem hat der Dietmar zugegriffen. Viel, viel Spaß mit dem Werkzeug und vielleicht verschenken Sie es, vielleicht bei Ihnen selber, aber schicken Sie auch Bilder, was Sie da vielleicht Schönes gebaut oder repariert haben. Mich würde es freuen, weil ich bin auch so ein bisschen begeisterter Heimwerker, auch wenn ich nicht weiß, wie diese Werkzeuge heißen. Ich nutze sie einfach so nach Logik, ganz einfach auch praktisch. Aber für mich ist es gerade sehr lehrreich. Aber es ist eine Sendung für die Papas. Bitte, bitte denken Sie an die Papas. Bald ist Vatertag. So, wir machen auch schon weiter. Wir hatten jetzt unsere Neuheit. Jetzt geht es weiter mit einem Bohrer und Bitset mit Titanium. Ja, genau. Du hattest gerade was gesagt. Ich wollte Ihnen nur das noch mal zeigen, auch wie schlank dieser umfangreiche Werkzeugkoffer von gerade eben ist. Jetzt kann er nach hinten. Jetzt holen wir den nächsten Schlanken und machen den nächsten Schritt. Du hast was gesagt, was jetzt im Moment viel ist, man macht Veränderungen zu Hause, man macht sich ein bisschen schöner, Bilder aufhängen. Ja. Und zum Bilder aufhängen braucht man im Normalfall... Braucht jemand, der mir Rahmen macht, kannst du das?
Nein, ich kann dir sagen, ob einer schön ist oder nicht, aber Rahmen machen kann ich nicht. Aber Löcher bohren, das kann man mit den richtigen Bohrern. Und da sind wir jetzt genau hier, Bohrer und Bitset. Ja? Weil das ist auch wieder die Schraubenfraktion und zwar bestens ausgestattet mit Bits. Und zwar haben wir hier wieder, schau mal, diese Kurzbits, ja, die kannst du ganz einfach auf die Ratsche machen. Da haben wir wieder eine Ratsche. Das heißt auch wieder magnetisch. Genau, wieder sind magnetisch. Sind die auch wieder so schön ummantelt? Nein, die sind nicht ummantelt, die sind aus Chrom-Vanadium-Stahl. Ja, okay, also stabil. Okay, perfekt, ja. Dann haben wir Langbits. Die Langbits sind, wenn du einen Akkuschrauber hast, kannst du die ohne Bithalter direkt reinmachen. Okay. Hier wieder die Schlossschrauben. Für welche Schrauben sind die? Schlossschrauben, zeig mal, wie sie aussieht. Steckschraubenschlüssel. Weiß nicht, wie es heißt, aber ich weiß natürlich, für was Mutter. Es ist. Für die Muttern, um die Muttern fest oder lose zu drehen. Dann haben wir hier natürlich auch wieder Torx. Ja. Und das ist also die Schraubenfraktion. Aber jetzt waren wir beim Löcherbohren. Mhm. Ja, und da kommen wir auf die andere Seite. Und hier haben wir insgesamt 109 Teile. Wow. Und hier bleibt wirklich kein Loch ungebohrt. Wir fangen an beim Bildaufhängen. Das könnte jetzt natürlich Beton oder Backstein sein. Mhm. Dann brauchst du einen stabilen Steinbohrer. Und die sind markiert mit das sind Steinbohrer. Die sind markiert, speziell gehärtet, haben übrigens auch alle Bohrer für das Material einen anderen Schliff. Das heißt, mit einem Steinbohrer könntest du kein Holz bohren. Würdest du Holz ausbrennen und nicht bohren. Mit einem Holzbohrer kannst du keinen Stein bohren, der wäre sofort weich, der würde heiß werden, verglühen, weil er überhaupt nicht die Kraft und die Konsistenz hat. Ja. So, und jetzt kommen wir hier zu Holz. Wir sehen die Ansatzspitze, das ist auch immer wichtig beim Holz, dass wir genau an dem Ansatzpunkt auch bohren können. Und hier unten, und jetzt kommen wir zu dem, was du eigentlich vorhin schon erwähnt hast, ummantelt. Mhm. Ja? Und das ist jetzt kein modiger Gag. Oh, sind die goldig? Nein. Das hat auch Sinn. Das sind nämlich Metallbohrer. Und die sind titanbeschichtet. Und dadurch sind sie wesentlich stabiler, auch hitzebeständiger. Hart. Weil beim Metallbohren, man kennt das vielleicht mal aus einer Fabrik oder so, wenn Metall gebohrt oder gesägt wird, läuft permanent Kühlflüssigkeit, weil da so eine Hitze erzeugt wird. Mhm. Ja? Und die hast du im Privatgebrauch nicht, weil du ja nicht stundenlang bohrst. Aber die Titanbeschichtung, die hält das eben aus. Jetzt haben wir hier oben noch einen Abstandhalter. Hier haben wir einen Halter für die Bits nochmal, wenn man die Kurzbits auf einem Akkuschrauber benutzen will. Okay. Und das hier ist auch wieder was ganz Interessantes. Da bohrst du punktgenau vor, du bohrst nach. Du bohrst nach. Und zwar, wenn du Metall gebohrt hast und jetzt eine konische, also eine schräg verlaufende Schraube reinmachen willst, dann würde dir bis ans Bohrloch gehen und der Rest würde oben rausstehen. Okay. Und dann macht man mit diesem Senkfräser, so heißt der, macht man ein schräges Bohrloch, sodass auch eine konische Schraube komplett auf dem Metall abschließt. Ja? Also auch das, so ein Senkschrauber mit dabei. Also es ist wirklich an alles gedacht. Ja? Es gibt mit Sicherheit noch einen anderen Fachbegriff. Ich kenne es unter Senkschrauber. Ja? Aber ich finde das so toll hier. Beste Qualität, Titanium beschichtet, Chrom-Vanadium mit Ratsche, dann oder mit Akkuschrauber. Ja, das geht auch dein Herz auf. Und das nächste Mal gehst du auch im Baumarkt und nicht ins Schuhgeschäft. Das weiß ich nicht. Aber ich bin auf jeden Fall inspiriert, ein paar Sachen zu reparieren, meine Bilder an die Wand zu hängen. Richtig auch an die Wand zu hängen. Und ganz ehrlich, mit so einem Set 109 Teile, feinste Qualität, die Bits aus Chrom-Vanadium und sogar auch hier für Metall ummantelt mit, was war das nochmal? Titan. Titan ummantelt, also richtig schön solide und damit arbeitet man gerne fein und dann macht auch hier erstmal das Plan, lassen sich hier richtig inspirieren und dann haben sie vielleicht schon die ganze Zeit, ich möchte mal ein neues Vogelhäuschen bauen oder vielleicht die Gartenhütte braucht ein neues Fenster etc. 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 Jetzt ist die Zeit, es wird auch schön draußen, suchen sie sich ihr Plätzchen und dann werkeln sie, haben sie Freude dabei und denken sie wieder, ich bin heute ein bisschen lästig, denken sie an die Papas. Papa, der Papa ist der Allerbeste, das wissen wir und wir müssen auch mal Danke sagen. Also auch als Vatergeschenk, Vatertagsgeschenk machen Sie da alles richtig. Und ganz ehrlich, 109 Teile inklusive Koffer, feinste Qualität für 18,99 €. Ganz ehrlich, ich habe so Preise für so Vielzahl hochwertiger Werkzeuge nirgends gesehen, auch wenn ich mich nicht so gut auskenne. Ich habe Freude daran und sage hier, tun Sie sich was Gutes, bestellen Sie sich's und dann viel Spaß beim Werkeln. Die Bestellnummer zu diesem 109-teiligen Set ist die NX47. 483 und die 569. Und ich hatte es vorhin schon angekündigt, es gibt jetzt sogar noch einen Akkuschrauber für Sie. Ja, und wir haben lange darauf gewartet und er ist endlich wieder lieferbar. Das heißt, alle, die vorbestellt haben, jetzt ist er an Sie unterwegs und alle, die jetzt bestellen wollen, er ist sofort lieferbar. Und gerade ein Akkuschrauber ist für mich ganz wichtig. Und zwar, wer zu Hause jetzt mal Reparaturarbeiten gemacht hat, vielleicht hast du das auch schon mal gemacht, 2-3 Schrauben hintereinander rein oder rausgedreht. Mhm. Ja, das geht noch. Sobald
die vierte Schraube kommt, tut dir die Hand weh. Du hast unter Umständen dann Blasenbildung. Ja, und dann ist ein Akkuschrauber eigentlich etwas, was ein unglaublicher Helfer ist. Und hier haben wir ein Spitzenprodukt. Schnellladestation ist im Lieferumfang enthalten. Wir sehen hier unten den Akku, ein Hochleistungs-Lithium-Ionen 18-Volt-Akku. Ja, der kommt einfach rein. Und jetzt haben wir hier ein Gerät, das von Anfang an Spaß macht und auch lange Spaß machen wird. Weil schauen wir uns das nur mal von oben an. Und da sehen wir hier, ist im Prinzip die größte Kraftübertragung. Und vielleicht hat das der ein oder andere schon mal gesehen oder selber gemacht, dass ein Akkubohrer hier geplatzt ist. Ja, dass hier, wenn das nur Kunststoff ist, die Naht geplatzt ist, geht ein bisschen auseinander und dann hat man Klebeband drum gewickelt. Mhm. Ja? Hier haben wir Vollmetall und zwar einen geschlossenen Gussring. Das heißt, hier wird das nicht passieren. Hier sehen Sie Drehmomenteinstellungen. Das heißt, je nachdem, wie viel Kraft man aufwenden darf. Im Normalfall kannst du, wenn es egal ist, bei der höchsten Stufe bleiben, aber es gibt so Klarlacküberflächen, da darfst du nicht zu viel Kraft. Ja, genau, wenn du das musst. Zu viel machst, dann wird die Oberfläche besetzt. Wie viel willst du da ansetzen? Bei wie viel? Ja, also im Normalfall, wenn man nichts hat, also wenn man keine, das muss man sonst ausprobieren, wenn man keine Vorgaben hat, also ganz einfache Spacks in Dachlatten macht, geht man auf die höchste Stufe, auf 19. Okay. Da aber bei einem sensiblen Material. Bei einem sensiblen Material fängt man mal weiter unten an und schaut. Nur ist es nur, dass man eben auch die Kraft kontrollieren kann. Die kann man aber auch mit dem Finger kontrollieren. Übrigens Maximalkraft, und das ist auch außergewöhnlich, 35 Newtonmeter Drehmoment. Eine Bohrstufe haben wir noch. Ja? Und damit kannst du auch Löcher bohren. Natürlich jetzt Beton und Backsteine nicht, da brauchen Sie eine Schlagbohrmaschine, aber normale Holz- oder auch Ytongwand oder ähnliches, kein Problem. So, jetzt sehen wir hier ein bisschen weiter unten, schauen Sie mal, wenn ich da drauf gehe, sehen wir erstens mal Beleuchtung und wir sehen die Ladestandkontrollanzeige. Ja, ich sehe gerade, grün leuchtet noch, Sie sehen Ampelsystem, ja, es ist also noch genug Kraft drin. Also einerseits Beleuchtung, Ladestandsanzeige, übrigens die Schnellladestation lädt den Akku, hier die Lithium-Ionen-Akku in 58 Minuten wieder auf. So schnell. Und was ich schön finde bei diesen Akkuschraubern, ist das Schnellspann-Bohrfutter. Ja? Jetzt, was ist das? Schnellspann-Bohrfutter. Ich finde schon das Wort unwahrscheinlich anstrengend. Also viele Bohrmaschinen und auch einige Akkuschrauber haben einen Schlüssel. Da musst du, wenn du jetzt hier was reinmachst, musst du den Schlüssel nehmen und festdrehen, damit das hält. Bei einem Schnellspann-Bohrfutter, guck mal, da nimmst du jetzt einfach den Bit, machst ihn so rein, machst rechts, links, lauf. Guck mal, und bremst den mit deiner Hand. Aha. Und jetzt ist der Bit fest. Ja? Und jetzt gehst du auf Linkslauf. Guck mal. Und genauso schnell ist er wieder gelöst. Oh, also das ist einfach perfekt. Rechts-Linkslauf haben wir natürlich auch. Und was ich halt bei diesen Akkuschraubern wirklich toll finde. Und da schauen wir jetzt mal drauf. Du kannst praktisch die Drehzahl. Guck mal. Millimeter genau. Du kannst langsam, du kannst Vollgas geben. Oder hier, ne? Ja, also richtig schnell oder halt mit Fingerspitzengefühl schrauben. Oftmals will man es ein bisschen langsamer mit Druck machen. Und eins noch, oben haben wir natürlich eine Gangschaltung, weil du beim Bohren, wenn man mal bohren will, eine größere Drehzahl brauchst, haben wir hier Gangschaltung, Bohrgangschaltung und Schraubgangschaltung. Also alles in einem ein perfektes Gerät, bei dem auch noch viel gedacht wurde, weil du siehst diesen kleinen Clip. Ja, das wollte ich gerade fragen. Ja, und zwar ist das gerade, wenn man mehrere Schrauben hintereinander hat, aber zwischendrin vielleicht die Schrauben oder etwas richten muss und dann noch auf der Leiter. Und dann musst du normalerweise immer irgendwo deinen Akkuschrauber wieder ablegen dann Leiter hoch, Leiter runter. Das hier ist im Prinzip ein Gürtelclip. Guck mal, sobald du eine Hose anhast, geht das dran und dann hat man's, kann man arbeiten, vorbereiten. Gedacht. Und wenn du ihn brauchst, greifst du wie John Wayne zum Colt, jetzt aber zum Akkuschrauber. Und ich bin so froh, weil die Nachfrage so riesengroß ist, dass der jetzt wieder lieferbar ist. Ich weiß, viele von Ihnen haben noch Projekte, die jetzt geplant werden. Neues Vogelhaus, neue Gartenhütte oder auch der Schrank, der Zaun, der Gartenzaun, der erneuert wird. Oder eben auch die Bilder aufhängen. Und es geht alles einfacher mit einem Akkuschrauber. Und wer einmal umgezogen ist und eine Rückwand festgeschraubt oder losgeschraubt hat, der hat mit Sicherheit schon gesagt, hätte ich nur einen Akkuschrauber gehabt. Mhm. Also eine Rückwand ist oftmals mit, ich sage jetzt mal, gefühlt 100 Schrauben verschraubt. Und du siehst, auch Harry Weinfurt hat viel Spaß gehabt. Holzbohren, kein Problem mit der Bohrstufe. Und Schrauben auch kein Problem. Und endlich wieder lieferbar unser toller, toller Akkuschrauber für 56,99 €. Das ist
ist auch noch ein riesen Preis-Leistungsverhältnis. Also ich bin richtig begeistert, weil ganz ehrlich, man fühlt sich, oder wirklich, du sahst aus wie der richtige Cowboy. Dann können Sie auch der Heimwerker Cowboy sein. Mit dem Gerät macht es Spaß. Ich bin auch begeistert, dass das Ladegerät, das Schnellladegerät, ist inkludiert im Lieferumfang. Und da ist der Preis trotzdem so niedrig, 56,99 Euro. Und alles inkludiert, ganz ehrlich. Und ja, in Sachen Akkuschrauber, muss ich sagen, gefällt mir das sehr gut, weil es so klein und handlich kompakt trotzdem stark ist. Man kann sehr akkurat damit arbeiten. Und auch dieses Schnellspannfutter. Bohrfutter. Schnellspannbohrfutter. Also ich bin begeistert. NX5180 und die 569 ist die Bestellnummer zu diesem Gerät. Jetzt wieder lieferbar. Dann ran ans Heimwerken und viel Spaß dabei.